Vögel kommen, kann ich die da oben erstmal abschießen. Alter, ich einfach nicht getroffen habe. Ja, jetzt habe ich sowieso das perfekt verkackt, weil mir da der eine Typ weggelaufen ist. Weil ich 3000 Versuche gebraucht habe, um den dummen Deko da oben zu treffen. Vielleicht schaffe ich das wenigstens. Einfach nur schaffen. Nehmen wir es mal euch mit. Diese Vögel! Na gut. Ja? Ja? Hä? Wo kommt der denn jetzt plötzlich her? Okay. Die haben gerade effektiv einfach meine Zeit verschwendet, indem die einfach nur rumgeflogen sind, ohne zu sehen. Meine Güte, die Genauigkeit hier ist schon echt hart. Puh. Erwischt. Den. Den oben links lasse ich jetzt erstmal noch. Besser die jetzt erstmal treffen. Nein, 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 nein. Komm her. Den habe ich gut getroffen. Geht doch. Noch den einen oben links treffen. No! Links, rechts, links, rechts, von links. Nehme ich erstmal mit. Diese dummen Vögel. So, weg mit dir. Komm nochmal raus. So, in den Arsch. Meine Güte. Die Sache ist, ich muss das nochmal machen. Ja. Hey, die Karte vom Snowhead Tempel. Das war jetzt quasi für schaffen. Jetzt muss ich noch einmal für perfekt. Dann kommen wir hoch. So, schon mal wieder genug Geld für zwei weitere Versuche. Da ist schon mal gut, dass ich die Karten der ersten beiden Dungeons habe. Und sobald wir diese Spiele hier auch aus dem Weg haben, dann müssen wir die auch nicht mehr machen. So, jetzt muss ich noch den da oben richtig gut treffen. Nice. Sagt ja niemand, dass ich alles perfekt absnipern muss. Ich kann einfach Maschinengewehr spielen. Moment. In den Arsch. Ich wollte einfach nicht treffen. Als ob ich den nicht getroffen habe! Ich habe da 30 Pfeile durchgeschossen und der ist zwischen allen einfach bullet-time-mäßig durchgelaufen.
Als ob! Na, Maschinengewehr klappt nicht so gut. Von der Seite. Aber bei den Vögeln, glaube ich, klappt das ganz gut. Irgendwann. Ja. Ach so, dafür darf ich jetzt nochmal gratis spielen. Ja, das ist ja nett. Vogel! Nein! Runter! So. So, hätten wir den auch direkt erwischt. Für den Deko oben links habe ich nachher noch genug Zeit, habe ich gerade gesehen. So. We did it. Mit 28 Sekunden noch auf der Uhr. Meine Güte. Jetzt bin ich fertig. Holy shit, das war Konzentration pur. So, 2410 Punkte. Was krieg ich dafür? Alessandro, warum? Get out. Weißt du, den Perfect Run gemacht und alles nur von Zwacken. Kann ich jetzt da rein, um die Gräser zu resetten? Nein, darf ich nicht mehr. Tschüss, Alessandro. Ja. Na gut, gehen wir erstmal. Ah ne, der andere Shop hat ja jetzt auch zu, ne? Dann gehen wir trotzdem mal zurück, um erstmal Geld abzugeben. Und jetzt das Einfache. Ach, sei doch ruhig, du dummer Wolf. Wo kann ich den jetzt noch hin? Ein Zwacken weniger im Pool, sieht's positiv. Ja. Oder so. Oh nein, jetzt wieder ein paar Pfeile. Ich hatte am ersten Tag am Nachmittag noch vorbei. Ich kann gleich zu Oma. Und die Oma retten. Das können wir gleich noch machen. Dann gehe ich erstmal schnell mein Geld abheben und dann warten wir eben auf die Oma. Rettet die Oma. So, ich möchte mein Geld abgeben. Alles. 185. Okay, 15 noch, dann kriegen wir unsere Belohnung. So, Cloud, danke für 48 Monate Treue. Super geil von dir. 4 Jahre, ich werde alt. Wir alle werden alt. So, Oma kommt um. Boah, ich muss nicht mal nachdenken. Ich glaube, um 12 erscheint sie und um 12:30 wird sie ausgeraubt.
Na, du absolute nicht verdächtige Person hier. Ja, ich bräuchte wahrscheinlich wirklich mal so ein paar weitere Badges. So, wie ging das jetzt nochmal? So, beschleunigen wir die Zeit nochmal ein kleines bisschen. Okay, alles gut. So. Omi, da ist die Omi. Aber ich glaube, wird doch um halb, glaube ich, wird sie ausgeraubt. Dann verlangsamen wieder, damit wir auch mehr Zeit haben, ihn wieder anzuhalten. So. Auf was schießt das Kind da? Auf den Ballon da oben, den ich abgeschossen habe. So, Omi. We wanna save you. Ich glaube, ich muss so ungefähr hier stehen am besten. Oder ich glaube hier. Toxin, danke für 21 Monate Treue. Super geil von dir. Vielleicht wird der Räuber missverstanden, die Oma schmuggelt Bomben. Ein trauriger Held. Oh no! Hi. Ciao. Wenn ihr mit Pfeil und Bogen abschießt, explodiert er und dann ist er tot. Na komm, lauf weg. Und die Wache guckt sich einfach alles an und macht einfach gar nichts. So, was kriegen wir als Geschenk denn von der Oma? Ein Herzteil. Nice, haben wir noch ein viertes Herz. Jo. So, und dann können wir jetzt noch, glaube ich, eben zu Camaro gehen. Und quasi seine Maske bekommen. Naja, wenn wir ihn sprengen, gibt es am nächsten Tag keine größere Bombentasche im Shop. Das stimmt. So, wo war der denn jetzt? Da hinten. So, kommt das hier so ungefähr hin? Ja. Passt. Hi. Jetzt muss ich kurz gucken, wie das Lied geht nochmal. Rechts, links, unten. Heißt BYLR. Fast. So rum. Links, rechts, nicht rechts, links. Song of Healing. Und ein weiteres Herzteil von ihm. Na gut. Auf der Ebene. Im Norden. Camaro, ja. Genau. Nicht mit Emero zu verwechseln. So, jetzt ist die Frage. Überlebe ich das oder überlebe ich das nicht, gegen die zu kämpfen? Die Dogos. Mach ja schon fast Schaden. Ich glaube. Sechsmal? Okay. Sechsmal war richtig. Das Gute ist, die geben fett Money. Und ich muss sagen, ich hatte gerade sehr viel Glück in diesem Kampf, dass der andere nicht eingeschritten ist. Und ihm zu helfen. Seit wann heißt die Fee eigentlich Tattle? Das ist der englische Name von Taya.
In Deutschland ist es ja Taya. Hier Tattle. Kannst du gleich schon mal gucken, die Dodongo Cave. Ist wahrscheinlich auch unter Grotte oder so. Denke mal, ja. Wenn da jetzt Rubine wieder drin sind, ne? Ich sehe schon kommen. Ein Schlüssel für den Schneetempel. Okay. Dann bringen wir erstmal unser Geld zurück und holen uns erstmal die Belohnung für die Bank. So. Mal überlegen, was wir ansonsten noch machen können. Wo ist eigentlich unsere Karte hin? Jetzt, wo ich mir das gerade so anschaue. Haben wir nicht die Karte hier für Clocktown bekommen? Ich bin... Oder habe ich nur die Karte für Umgebung bekommen? Nee, mal ehrlich. Wo ist meine Karte hin? Habe ich die weggeglitscht? Ups. Ah, ich habe die für Umgebung bekommen. Oder ausgeblendet? Ich wüsste nicht wie. Oh Mann, ich habe die für Clocktown, wie gesagt, bekommen. L gedrückt. Ah! Die kann man an- und ausschalten. Gut zu wissen. So, ich möchte Geld abgeben. Hier, bitteschön. 284. So, ich habe über 200, also kriege ich die Mondträne. Das ist nice. Die kann ich nämlich gleich direkt eintauschen. Und direkt ein neues Item dafür holen. Dann einmal mit denen reden. Hast du das mit der Bank gefunden? Okay. Die dürfen wir sogar legit haben, ja, das stimmt. So. Bla 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 bla. You have a mount here. Bitteschön. Was kriege ich von dir dafür? Ein Herzteil. Okay. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt ein bisschen einkaufen. Jetzt haben wir ja so mal ein bisschen Geld über. Das nächste ist eh wieder bei 5000. Die Tauschquest wird weird. Wahrscheinlich, ja. So. Ich nehme jetzt einfach mal mein ganzes Geld mit, so viel ich kann. Und gehe mal ein bisschen einkaufen. Achso, und wenn ich nachts Geld abhebe, muss ich auch noch Gebühren zahlen. Immer diese Bankgebühren. So, Bombenshop. Welcome. Was hast du so? Das ist normale Bomben, Bombshoes und Big Bomb Bag. Kann ich die jetzt einfach kaufen? Die normalen Bomben waren ein Zwacken. Unter Shop dann, oder? Bei NPCs? Oder gibt's die... Sind die gar nicht drin? Oh, da fehlt mir noch eine Münze für... Eine Münze, eine Rubin. Egal, dann holen wir erstmal die Bombshoes. Ich hab Don Geros Maske gefunden. Ich guck auch mal, ob da irgendwie ein Unterpunkt ist, zu dem das passen würde. Weil das wäre ganz gut zu wissen, wenn man die auch irgendwie eingeben kann. So. Gifts sind auch keine. Minigame. Gottes. Ha.
Nee, Tatsache, die stehen gar nicht drin. Okay. Dann schreibe ich mir einfach auf. Wobei, ich mache es ganz einfach. Ich kaufe mir jetzt irgendwie noch die große Bombentasche und habe ich alle im Bombenshop fertig. Du kannst doch sicher auch einfach Sachen reinschreiben in die Liste da, oder? Kannst einfach da drunter schreiben, Bombenshop komplett oder so. Noch mal ein bisschen mal 50 abheben. Das, was Cherry sagt. Ja. Also 20 Rubine kosten nur 50. Ja, und wieder die Gebühr. So. Dann kaufen wir noch die eine Tasche. Und wie gesagt, dann ist der Bombenshop komplett. Und dann gucken wir mal. Einmal 90 Rubine dafür. Die Couples Mask. Warum auch nicht? Damit kriege ich noch ein Herzteil quasi. Aber dafür muss ich an den ersten Tag zurück. So. Weil, weißt du was? Bevor du mir hier noch mehr Geld abzwackst. Wait, Moment, Moment, Moment. Habe ich dir nicht abgegeben? Okay. Bevor er mir noch mehr Geld abzwackt. Nein, Moment. So. Springen wir mal auf den nächsten Tag. Geht das nicht auch am zweiten Tag mit dem Bürgermeister? Geht das? Weiß ich nicht. Probieren wir es aus. Ich hätte gesagt, es geht nur am ersten Tag. Dawn of the second day. So, bevor er noch mehr Geld dafür haben möchte, dass ich nachts Geld abhebe. Na, zu schnell durchgedrückt. Nur am dritten Tag geht's nicht mehr. Okay. So, gehen wir wieder 99 oder 90 Rubine. 37 habe ich noch. So. Jetzt gucken wir mit dem normalen Job, was wir hier noch bekommen. Wie viel brauche ich denn überhaupt für alles? 30 da, 40, 30, 10. Wären 110 hier. 30, 30, 80, 50. Wären 210 auf der Seite. Würde ich sagen, wir kaufen einmal die rechte Seite komplett auf. Und gucken dann mal. Die linke lassen wir erstmal offen. Ich habe den größten Köcher bekommen. Nice. Das hier? Die größte Bombentasche. Nice. Dann das hier? Ein Zwacken. Und jetzt kann ich mir die auch noch eben holen, ohne rauszulaufen. Und die Karte vom Woodfall. Ah, allgemein vom, nee, vom Tempel. Kannst du reinschreiben, normaler Shop rechts, alles gekauft. Dann haben wir das auch schon mal im Kopf. Ein Köcher für einen Zehner. Aber das heißt, wir haben jetzt normale Bomben endlich. Das ist sehr gut. Damit gehen wir noch mal kurz runter in den Untergrund hier bei den Bombern. Denn da kommen wir jetzt noch an eine Wand dran. Bester Verkäufer. Das hat sich echt gelohnt auf jeden Fall. Und wo wir gerade eh hier sind, können wir mit der Maske der Liebenden dort auch noch mal den Streit schlichten. So. Gucken wir mal. Ach ja, 10 Uhr. Ich vergaß. Dann halt später. Wir sind immer noch in der Stadt. Wir waren auch zwischenzeitlich kurz draußen und haben ein bisschen Stuff erledigt. Aber größtenteils sind wir in der Stadt. Kriege ich die von hier aus? Hoffe ich, dass ich einfach dran vorbeischwimmen kann. Ja, perfekt. Kriege ich dich auch so erwischt? Moment.
Vielleicht droppt ihr ein bisschen Geld. Einen Rubin. Ich mach da mal hier weiter. So. Jetzt muss ich überlegen, wo unter was steht diese Kiste jetzt bei dir? Muss da noch mal eine Kiste in Unruhestadt sein, in der die Maske der Düfte drin ist. Dann Bombers Hideout.